Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis 4. Wir sind der geprügelte Kirchenstaat und erleben hier gerade eben die protestantische Liga, die so Staaten wie die Osmanen, aber auch also Russland, auf ihrer Seite weiß. Lächerlich. Hey, King, willst du nicht auch noch mitmachen, China? Komm, mach doch einfach alle mit. Wie wär's denn hier mit noch Indien, Persien? Wir haben doch Platz. Es ist doch so lächerlich, was hier passiert. Da brauche ich mich nicht wundern, warum das Spiel hier gerade eben so in die Knie geht, wenn so eine Lächerlichkeit hier eintritt. Das Einzige, was ich jetzt hier noch versuchen kann oder hoffen kann, ist, dass ich so einigermaßen von dem Elend verschont bleibe. Und sie tatsächlich einfach diesen Krieg über die Runden bringen, ohne dass er mich so direkt betrifft. Weil ich kann momentan einfach nichts mehr machen. Wien ist besetzt, die sind schon bei 63%, ne? Sie holen halt einfach alles zurück und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Die Ottomanen sind, was das angeht, einfach nur sick. Anders kann man das nicht nennen. Ja, die Belagerung von Bern ist durch. Meine Flotte lässt sich mal kurz mal hier reparieren. Österreich versucht zwar noch, aber ganz im Ernst, da ist nichts mehr zu retten. Da ist nichts zu retten. Alles, was ich jetzt noch machen kann, ist hier halt noch mal ein bisschen konvertieren. Jetzt kommen sie langsam aber sicher auch in meine Lande. Aber ich habe keine Truppen, um sie aufzuhalten. Das ist das eigentliche Problem. Die Ottomanen haben halt hier einen General mit 3 Sternen. Da brauchst du ja dich auch nicht wundern, wenn das jetzt hier nicht gut läuft. So, wir haben eine Konvertierung geschafft. Österreich kämpft jetzt hier nochmal gegen Ottomanen, wird aber verlieren, das sehen wir jetzt schon. Alter Falter. Ja, mit diesen angeschlagenen Truppen brauche ich es ja gar nicht erst versuchen. Ich warte einfach nur und gucke, was passiert. Lustig ist, dass sie meine Ländereien einfach weitgehend in Ruhe lassen bis jetzt. Bin ja ehrlich gesagt froh drum. Ja, weißer Friede ist einfach nicht. Was für eine Katastrophe. Kölner Vasall. Das wär's doch. Das wär's doch, ey. Der Papst wird Kölner Vasall, ey. Ganz im Ernst, ich glaube, ich muss Köln spielen, um den Papst zu vasalisieren. Alleine für dieses Meme. Zwei Konvertierungen sind da. Ja, ich habe den jetzt hier gefeuert. Ich will die Unruhen global reduzieren. Wir sind bei 72%. Dänemark hat einen Bürgerkrieg. Ich bin echt überlegt, da nochmal drauf zu hauen. Ein Zeichen zu setzen. Es ist halt wieder dieser dämliche 3-Sterne-General, ne? Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass der das immer gewinnt. Wobei man schon sagen kann, ne, die können einiges schon bewegen. Oh, was ist jetzt los? Polen ist raus. Boah. Ich glaube auch nicht, dass ich da friedlich aus der Nummer rauskommen werde, ne? So, guck mal, die haben jetzt hier den Überquerungsmalus-Spiel. Ich möchte betonen, die haben ihn, nicht ich. Ja, würfelt gleich für eine 9. Eieiei.
Ja, ich habe eine 9, die haben eine 7. Sag mal, kann der mal was würfeln, was nicht eine 8 oder eine 9 oder eine 7 ist? Hängt das irgendwie mit den... Ah, jetzt haben wir eine 3 und ich habe eine 1. Cool. Wow. Sieht momentan trotzdem gut aus, weil wir nochmal Verstärkung von irgendjemandem bekommen haben. Aber die bekommen halt auch Verstärkung. Wir sollten halt mal aufhören, Nuller zu würfeln, wisst ihr? Wäre mal so ein Plan. Boah, verdammt. Die gewinnen das noch. Ah, es kommen nochmal österreichische Truppen dazu. Das ist jetzt hier echt die Schlacht aller Schlachten. So. Boah, was für ein Gemetzel. Das war ein Gemetzel. Ich gehe da mal wieder zurück nach Rom. Viele Männer sind ja nicht übrig geblieben. Das war fatal. Aber für sie zum Glück auch. Holy moly. Hat Polen eigentlich überhaupt noch sowas wie Manpower? Wahrscheinlich nicht. Nee, die haben keine Manpower mehr. Seht ihr das? Ich kann nicht mal Manpower von denen einfordern. Kastilien kämpft jetzt hier dann doch wieder. Ey, die haben halt auch einfach viel zu lange rumgepimmelt. Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sagen muss, aber die sind halt ewig rumgestanden, haben nichts gemacht. Brauchst du dich nicht wundern, wenn das hier nichts wird. Da sind nochmal 26.000, Mann. Ich find's halt echt witzig, ne? Litauen kämpft halt auf der Feindseite mit. Oder wie? Nee, das ergibt keinen Sinn. Die fliehen, oder? Ja, die sind irgendwie grau. Da sind 1000 Mann. Das sah gerade eben nur so aus. Das sah nur so aus. Ja, also ich habe jetzt ja auch gerade eben keine Truppen mehr. Deswegen spare ich auch gerade eben Geld. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn die kommen, was die mit mir machen. Ja. Könnte sehr unbefriedigend werden. Boah, also. Ganz im Ernst, Russland ist so etwas, das muss man früh verhindern, glaube ich. Und ich bin jetzt schon sicher, Österreich wird ganz schön leiden. Da sind wieder ein Haufen Franzosen, die wollen aber irgendwie doch nicht kommen. Was kommt da jetzt? Nee, ich brauche kein Darlehen, sorry. Ich sehe das gerade eben nicht. Österreichische Adlige suchen Zuflucht. Ja, dann hat halt Österreich eine schlechtere Meinung. Ich kann jetzt hier nicht die Meinung von allen über mich schlecht werden lassen. Da drüben sind nochmal ein paar Truppen. Aber ich habe ja keine Truppen mehr. Das ist ja das Problem. Ich könnte zwar jetzt die Truppen mir zusammenlegen. Aber da habe ich ja auch nichts davon. Wo findet angeblich jetzt hier schon wieder eine Invasion statt? Ich weiß es nicht. Also mich ärgert es gerade echt maßlos, dass das hier passiert ist. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass der Verteidiger des wahren Glaubens der Kriegsführer sein können sollte in so einem Fall. Weil, ganz im Ernst, das ist eigentlich keine kaiserliche Angelegenheit, die protestantische Liga zu zerschlagen. Man kann es politisch sehen, man kann es aber auch religiös sehen. Und in der Situation bin ich der Meinung, wenn der Papststaat so aufgestellt ist, wie wir das sind,
Dann sollte der Papststadt dazu in der Lage sein. Ich baue jetzt hier gerade eben noch mehr Rekruten rein, damit ich noch mehr Rekruten-Regeneration hinbekomme. Wo wollen die schon wieder reinkommen? Ach, schon wieder da hinten. Wir sind hier in Korsika am Start. Der religiöse Eifer lässt nach. Ey, ohne Witz, ich habe keine Chance bei der Rekrutenreserve, ne? Das ist echt fatal, was hier passiert. Das, wie gesagt, dass die die Schweiz nicht rausnehmen, dass die Frankreich nicht rausnehmen. Man hätte da so viel machen können. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, was da die KI entschieden hat. Absolut nicht nachvollziehbar. So, jetzt habe ich immer noch mal die Festungen noch mal günstiger gekriegt. Versuche die Geschwindigkeit wenigstens auf 3 hochzubringen. Ich verliere jetzt halt immer mehr Männer. Ein Albtraum. So, das hier haben wir jetzt auch geschafft. Verteilt euch wieder. Wisst ihr, was witzig ist? Es sieht so aus, als ob sie mich verteidigen würden. Aber da geht halt auch nichts mehr, ne? Das ist so der einzige Bereich, wo sie sich noch zurückziehen können, hinter meine Festungen hier momentan. Ich bin echt am Überlegen, dass ich jetzt hier den Erlass raushaue zur Festungsverteidigung. Ja, das mache ich. Der Verteidigungserlass genauso auch hier. Dann brauchen die länger, wenn sie durch wollen. England hat 8 aktive Kardinäle. Ich find's witzig, weil sie halt auf der falschen Seite kämpfen. Aber Kardinäle haben. Ich finde, das ist etwas, über was wir sprechen sollten. Das bringt nochmal einen Haufen Geld ein. Ich habe jetzt 37.000 Seeleute, die mir nichts bringen. So, nächste Konvertierung ist erfolgreich. Ja, kein Wunder, dass ich jetzt hier Armee-Professionalität verliere, ne? Die sind jetzt wieder hier. Kommen jetzt auch mit 24.000 Mann hier noch nach. Ja, die rollen jetzt hier gleich rein. Ach ne, jetzt ziehen sie sich dann doch wieder zurück. Es ist ein Gewusel aus der Hölle. Und ich warte hier einfach nur, bis ich hier eventuell auch mal ein, zwei Worte sagen darf. Oh, man könnte es die Festungen übrigens verbessern, wie ich gerade sehe. Wie steht's eigentlich? Ich habe momentan 17% Chance, okay. Die haben halt mehr als das Doppelte der Truppen. Muss man sie einfach mal geben hier. Mhm. Ich will noch mehr Missionsstärke, dann kann ich vielleicht noch mal was konvertieren. Ja, jetzt kommen sie rein, ne? Fangen an, jetzt hier auch bei mir zu belagern.
Schick mal eine Flotte jetzt darüber. Um zu verhindern, dass sie da irgendwas tun. Ey, das ist der Oberhammer. Guck dich das mal an, ne? Es ist nicht möglich, die hier irgendwie in den Griff zu bekommen. Wo die alle immer diese 3-Sterne-Generäle herhaben. Die Russen haben halt auch einen 3-Sterne-General. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Mann, Österreich, gib doch endlich einfach auf. Der Kriegsenthusiasmus ist halt immer noch hoch, ne? Das ist halt einfach nicht zu glauben. Ja, bedingungslose Kapitulation will ich natürlich nicht. Köln fordert Finsterera. Okay. Warte mal, ich könnte rauskommen aus der Nummer. Ich bin sowas von raus. Macht's gut. So. Macht's gut. Ihr Trottel. Das sah ich einfach nicht mehr ein. Ich muss jetzt hier mich nicht noch zusammendreschen lassen. Oder nicht noch mehr. Kriegsreparation zahlen ist okay. Ja, es sind mehrere Dinger, die ich jetzt hier aufgenommen habe. Dann gehen wir die noch verhauen. Immerhin haben wir es jetzt geschafft, aus diesem finsteren Krieg rauszukommen. Ich behaupte, das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Viel schlimmer. Jetzt warten wir, bis dieser Käse einfach vorbei ist. Die sollen jetzt rumlaufen hier, wie sie wollen. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ey, ohne Witz. Also, wisst ihr, ich weiß jetzt halt gerade eben einfach nicht, ob das jetzt bei euch auch vorgekommen ist, ob das normal ist, weil es ist eine Weile her, dass wir das gespielt haben. Beim letzten Mal war ich ja gar nicht Teil der protestantischen Liga, weil ich einfach die humanistischen Ideen genommen habe. Und ich glaube auch, dass die halt einfach sehr viel mehr, ja, Neutralität ermöglichen. Aber dass halt echt der Osmane und der Russe in der protestantischen Liga mitmischen, zusammen mit England und Frankreich, ja, dann brauchst du dich ja nicht wundern, dass das hier nicht geht, ne? De facto eigentlich so 60% des Reiches zusammen mit Frankreich, England, Russland und Osmanen und Ungarn, die sind ja auch noch auf der gegnerischen Seite. Also das ist einfach nur Brainfuck, den man hier erlebt. Das ist einfach nur ausgeprägter Brainfuck. Wow. Darauf musst du erstmal klarkommen. Es fällt mir schwer, ich sag's euch. Darauf klarzukommen. So, ich guck mal, ob ich die Geschwindigkeit auf 4 erhöhen kann. Sieht gut aus. Ja, unsere Truppen müssen sich jetzt erstmal so nach und nach wieder auffrischen. Das kann eine Weile dauern. Wir konvertieren derweil. Ravenna. Ich mache jetzt auch die Festungen aus, ne? Die brauche ich nicht mehr. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt ganz zufrieden, dass ich nur das da oben weggeben musste und das bisschen Geld. Ich werde jetzt einfach die Kredite abstottern und damit ist dann auch gut. Verstärkungsrate, Regimenter, Verschleißarmeen. Das sind so Dinge, die wir eigentlich gebraucht hätten. Was blüht denn eigentlich dem Kaiser, wenn er das verliert? Ich muss mich damit hoffentlich nicht auseinandersetzen. Hat nur ein bisschen Vertrauen gekostet. Nur ein bisschen. Dann erhöhe ich mein Vertrauen nochmal.
Kastilien hat sich, glaube ich, auch schon verpisst. Ja. Sowas von. Wir haben wieder erfolgreich konvertiert. Da braucht man sich nicht wundern bei dem, was wir hier erlebt haben, was. Dass das nichts werden kann, ne? Das ist irgendwo logisch. Gib mir mal Geld. Ich hätte gerne Schulden zurückgezahlt. Eieieiei. Bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Wir sehen ja immer noch, was hier passiert, ne? Weiß der Geier, wie das jetzt hier noch enden wird. Ich habe einen Anspruch auf die Provence jetzt verloren. So, die erste Armee hier ist auf jeden Fall schon wieder voll am Start. Die kann man trainieren lassen. Ich lasse auch dich trainieren. Wisst ihr was, ich lasse alle trainieren. Auch wenn das nur noch 200 Kanoniere sind. Ich will gerade eben keine weitere Unruhe produzieren. Ey, das Spiel killt mir halt einfach meine ganzen Befehlshaber. Jetzt wisst ihr was, ist mir jetzt egal, dann trainieren diese 200 Mann jetzt nicht. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. 570 Mann. Hey, jetzt haben wir Disziplin, weil unser Papst streng ist. Ja, ich nehme den da rein. Unterhalt für Armee reduzieren. Er ist halt schlecht in Sachen Geld. Ja, schön, dass das jetzt hier kommt. Missionare Prestige pro Entwicklung. Ja, komm, das mache ich. Gewinne ich halt nochmal ein bisschen mehr Prestige. Ey, ohne Witz, wir werden uns sowas von an den Ottomanen rächen müssen. Das Problem ist bloß, wie viele Männer haben die? Die haben halt alleine so 80.000 Mann. Wobei ich behaupte, dass das besiegbar ist. Aber nach diesem Krieg ist die Sache mit Österreich halt jetzt erstmal schwierig, ne? Ich spare mir das gerade eben. Ich möchte erstmal die Tech haben. Ich bin schon ein bisschen entsetzt, wie diese Schlacht, also wie das alles jetzt hier gelaufen ist. Aber auch ein bisschen ratlos. So, warte mal. Du bist zuständig für Venedig. Du bist zuständig für Ragusa. Dann schicke ich dich nach Alexandria. Denn wir haben ja einige Schiffe verloren, dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob da jetzt gerade eben immer noch Staaten dazukommen, die ich einfach jetzt wieder konvertieren kann. Oder, wisst ihr, ich habe einfach keine Übersicht. Momentan. Es ist einfach keine Übersicht da für mich gerade eben. Es sterben immer mehr Befehlshaber. Ich tue jetzt gerade eben keine Befehlshaber rein. Sag mal, warum bekomme ich jetzt permanent Prestige, obwohl ich es nicht brauche? Ist doch auch fragwürdig. Die gute Nachricht ist, der Krieg dürfte so lange gelaufen sein, dass meine aggressive Expansion schon ein bisschen runtergegangen ist. Mit wem bist du eigentlich noch verbündet? Wenn ich denen jetzt im Krieg erklären würde, rein hypothetisch, würden die voll mitmachen. Aber sie haben de facto keine Truppen. So, was kostet mich? Ich mache schon 50 Dukaten plus. So, jetzt habe ich endlich hier das Militär wieder verbessert. Wir bekommen wieder bessere Truppen.
Die Mauritius-Truppen. Warte mal, die haben Nahkampffähigkeit, die haben Fernkampffähigkeit. So. Ist der Krieg rum? Ja, er ist rum. Wow. Unterstützt die Liga, haben wir gemacht. Bekämpft die Ketzer, haben wir gemacht. So, Universalkirche kann ich noch machen. Jede Provinz im Heiligen Römischen Reich ist im Besitz der katholischen Nation. Das könnte schwierig werden. Aber wir werden ihnen jetzt hier die Kriegsgründe noch aufdrücken, ey. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das letzte Wort ist hier noch lange nicht gesprochen. Die haben mich jetzt hier als Rivalen bestimmt, ja, wenn sie meinen. Mein Ziel ist es jetzt hier Mailand endgültig zu nehmen. Während wir weiter hier fröhlich konvertieren. Polen hat jetzt schon wieder Krieg mit... Okay. Das Gute ist, dass mir meine Bündnispartner geblieben sind. Oh, guck mal, Venedig ist wieder entstanden. Okay, Venedig ist entstanden. Das ist drollig. Es ist einfach so unglaublich drollig. Gebt mir Rekruten, Österreich. Ich brauche Männer. Das füllt mir fast die Truppe wieder auf. Okay, sie fangen mit der anderen an. Wenn sie meinen. Dann gucken wir mal. Kastilien würde helfen. Da bin ich sehr glücklich. Ja, ich könnte jetzt wieder Verteidiger des Glaubens werden. Oh, was ist jetzt los? Wir haben wieder einen Reichsvorfall. Die Schweiz hat das Reich verlassen. Aufgrund der Unzufriedenheit mit dem religiösen Frieden und den schwächenden Beziehungen zu den Reichsinstitutionen haben die Schweizer entschieden, dass die Mitgliedschaft im Heiligen Römischen Reich nicht mehr von ihrem Interesse ist. Okay. Gebt ihnen die Erlaubnis, das Reich zu verlassen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht optional. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall jeden Grund, dann die Schweiz... als nächstes dann zusammenzufalten. So, Siena. Mach mal weiter. Du kannst schon mal dahin gehen, dann gehe ich die hier mal verhauen. Okay, wir haben die Stadt schon genommen. Dann belagern wir jetzt Trent. Das Lustige ist, das Ding brauche ich ja auch, ne? Das Teil brauche ich auch. Wir brauchen einen Anführer. Euch lasse ich da unten gerade eben nochmal stehen. Ihr bringt mir nicht viel. Ich hole mir die diplomatische Macht. Oh Gott, ich bin schon... Der Diplom ist schon wieder voll! Ich weiß nicht, was ich machen soll. 53. Es muss doch irgendwo noch einen Wert geben, der unter 50 ist. Hier. In Siena. So. Mehr kann ich nicht tun. Mehr will ich auch gar nicht tun. Unter den Papieren des Papstes wurde eine Notiz von Eustachio Pazzi, unserem Staatsmann, gefunden. Er verlässt unseren Hof. Mein Papst, ich habe mein ganzes Leben lang euch und der Kirche nach besten Kräften gedient. Mit schwerem Herzen muss ich jedoch meinen Rücktritt als Staatsmann ankündigen. Die kürzlichen Kriegserklärungen gegen Mailand hat die Grenze überschritten und ich kann angesichts des Verbrechens gegen meine religiösen Brüder nicht länger schweigen. Tja, wenn er meint. Der Mailänder ist gegangen. Ich hole mir trotzdem jetzt halt einen hier mit Moralflotte.
So, ich werde mir jetzt hier auch Trend holen, ne? Das ist auch etwas, was ich haben muss. Brabant darf mich ruhig hassen. Ist für mich okay. Boah, ey, ganz im Ernst. Zugeständnis an die Bauernschaft. Das mache ich halt schon 15% weniger Geld, ne? Das gleicht de facto das hier eigentlich weitgehend aus. Ach, die Stabilität. Nächste Konvertierung erfolgreich. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was das alles ist. Na, wir werden es sehen. So, ihr seid raus. Ich habe vor, euch zu schlucken. Ihr seid mein. Und werdet gekort. Augsburg ist de facto auch raus. Religion erzwingen, Kriegsreparation, Handel übertragen. Einfach der gesamte Klabberadatsch. Ja, ich habe jetzt echt die Aufgabe, wieder das Reich wieder zu rekatholisieren. Dafür habe ich etwas mehr als knapp 240 Jahre Zeit. Could be difficult. Berry, Trier, Utrecht. Wer ist das? Berry. Berry ist schon down. Wo ist Berry? Ach komm, ich tue die einfach so ansprechen. Da sind sie. Hab sie gerade entdeckt. Ja. Plünderung der Hauptstadt. Kriegsreparation, Handel übertragen. Geld geben. Jetzt habe ich wieder 1000 Geld. Meine Schulden sind alle weg. Wir können weiter konvertieren. Das wird noch anstrengend genug werden, ich sag's euch. Wieder eine Konvertierung erfolgreich. So. Das ist einfach ein geiles Einkommen, was da reinkommt dadurch. Oh Gott, auf gar keinen Fall Stabilität. Bin gerade ein großer Fan von Stabilität. Trier könnte sein, dass die sich auch schon verabschieden würden. Nee, machen sie noch nicht. Vor allem, die sind aber auch tatsächlich, so wie es aussieht, protestantisch. Ah, doch. Also Religion erzwingen ist auf jeden Fall Pflicht. Jetzt hoffe ich aber, dass genau die das jetzt hier mal machen. Nächste Konvertierung ist geschafft. Der Admin-Fuzzi ist down. Prestige jährlich. Ja, es ist der einzige teure, den ich nehme. Trier möchte raus. So, Trier, dann reden wir doch mal über Religion. Außerdem wirst du geplündert. Das ist nur zu eurem Besten, Gott will es. So. Und wir sind... Also die Liste wird einfach nicht kürzer, ne? Hey, ich bekomme einen Armeegeneral mit 50 Tradition. Boah, den hätte ich im Krieg gebraucht. Den hätte ich im Krieg gebraucht. So, jetzt nur noch Utrecht. Da ist Aragorn schon dran. Das dauert aber noch ganz kurz. Ja, die Folge hier endet, wenn wir das hinter uns haben, Freunde.
Ne, ein bisschen längere Folgen jetzt wieder. Na also, wir haben 100%. Reden wir mal mit euch. Religion erzwingen, Kriegsreparation, Handel übertragen, Plündern der Hauptstadt. So, das haben wir geschafft. Und dann bist du nun gleich endgültig unser. So, und da haben wir den nächsten Erfolg, Freunde. Wir haben Eroberung von der Po-Ebene. Das gibt mir jetzt hier Ansprüche auf Westsizilien, östliches Sizilien und die Mittelmeerinseln. Eieieiei. Okay, Freunde, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ihr seht, was jetzt uns hier noch fehlt. Ist nicht mehr so viel. Zwei Ländereien und die holen wir uns beim nächsten Mal. Dann können wir das Königreich Gottes ausrufen. Ach Gott. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.